Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 41, Antrag der Fraktion Die Linke, Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen, Drucksache 20/8436. Und als erstes hat die Abgeordnete Sönmez von der Fraktion Die Linken das Wort. Ja, danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das ist in der Hessischen Verfassung, im Grundgesetz und in der Menschenrechtscharta so verankert. Leider genießt nicht jede und jeder in Hessen dieses Recht. Und die Verantwortung für diesen Missstand, zumindest hier in Hessen, trägt maßgeblich die Landesregierung, meine Damen und Herren. Auch wenn Vertreterinnen und Vertreter von Schwarz-Grün nicht müde werden zu beteuern, dass alle Menschen in Hessen bereits jetzt schon Zugang zu einer optimalen Gesundheitsversorgung haben, stellt sich die Situation in der Realität eben ganz anders dar. Das wurde Ihnen an der Kundgebung der Medinetz-Gruppe vor dem Landtag sehr eindrücklich aufgezeigt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, bei so vielen Forderungen und bei so vielen Fakten, die Ihnen immer wieder präsentiert werden, warum verschließen Sie immer noch die Augen vor der Realität und sehen nicht endlich den Ernst der Lage und schreiten endlich einmal zur Tat, meine Damen und Herren der Landesregierung? Lösungsansätze liegen Ihnen ja bereits vor. So haben wir z. B. bereits im Jahr 2020 unseren Gesetzentwurf zur Einrichtung von Clearingstellen und eines Behandlungsfonds eingebracht. Eine solche durch Landesmittel finanzierte Struktur könnte eben vielen Menschen helfen, den Weg in den regulären Krankenversicherungsstand wieder zu finden. Allen anderen könnte durch einen anonymen Behandlungsschein ein niedrigschwelliger Zugang zur medizinischen Versorgung gewährt werden. Unseren Gesetzentwurf, den haben Sie ja abgelehnt, haben aber nun seit fast 2 Jahren außer bei jeder Gelegenheit, den anonymen Behandlungsschein anzukündigen, aber eben nur halt anzukündigen, nichts anderes auf den Weg gebracht. Und da muss man sich doch fragen, wie lange brauchen Sie noch, um Ihre Ankündigung endlich einmal auch wahr werden zu lassen, meine Damen und Herren der Landesregierung. Doch die Engagierten, die Betroffenen, die Betroffenen zumeist ehrenamtlich wohl bemerkt und mit wenigen Spendenmitteln versorgen, haben das Warten jetzt langsam satt. Die Medinetze reichten vergangene Plenarwoche eine Petition ein, die die Einführung eines anonymen Behandlungsscheins und Clearingstellen fordert. Noch einmal die Frage, soll ich Ihnen stellen, wie lange wollen Sie diese Menschen noch ignorieren, meine Damen und Herren, und wann wollen Sie endlich zur Tat schreiten? Bei der Kundgebung zur Petitionsübergabe fanden die Rednerinnen der Medinetze und der anderen Wohlfahrtsorganisationen sehr klare Worte, nämlich niemand sollte in einem solch reichen Land wie Hessen an behandelbaren Krankheiten sterben müssen. Und leider sterben aber immer wieder Menschen, weil ihnen der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt bleibt. Dies wurde uns an einem tragischen Beispiel einer obdachlosen Frau vor Augen geführt. Diese obdachlose Frau stirbt an einer Entzündung am Ellenbogen. Warum? Weil nicht rechtzeitig interveniert wurde aufgrund des fehlenden Krankenversicherungsschutzes. Wenn da jetzt Herr Bocklet dann auf derselben Kundgebung behauptet, in Deutschland stirbt keiner aufgrund versagter medizinischer Versorgung, dann sagt er entweder die Unwahrheit oder er hat das Problem grundsätzlich einfach nicht verstanden, meine Damen und Herren. Statt auf die Erfahrung der Menschen zu hören, die aus einem humanitären Anspruch diese Arbeit für uns erledigen, verspotten Sie sie auch noch, indem Sie immer das gleiche Argument gegen die Clearingstelle ins Feld führen. Unversicherte Selbstständige würden das System missbrauchen, um ihren Geldbeutel zu entlasten. Ich meine, da muss man sich erstens fragen, was für ein Menschenbild spukt Ihnen da eigentlich im Kopf herum?
Und die zweite Frage wäre, ist Ihnen die Situation dieser Menschen überhaupt bekannt, meine Damen und Herren der Landesregierung? Scheinbar nicht. Ja, oder ist es Ihnen egal? Das kann auch sein. Eine andere Gruppe, die aufgrund eines diskriminierenden Sondergesetzes nur unzureichenden Zugang zur medizinischen Versorgung hat, sind Asylsuchende und Geduldete. In den ersten 18 Monaten stehen ihnen nach Asylbewerberleistungsgesetz sowieso nur eingeschränkte medizinische Versorgung zu. Der Zugang dazu wird diesen Menschen in Hessen allerdings noch zusätzlich erschwert, und zwar weil zuvor ein Behandlungsschein beim Sozialamt beantragt werden muss. Dies ist besonders in Flächenlandkreisen ein großes Problem für die Betroffenen und führt leider hessenweit auch zu einer sehr uneinheitlichen Praxis. Und das ist auch ein unhaltbarer Zustand, dem entgegengewirkt werden muss, meine Damen und Herren. Dass es anders geht, das beweisen mittlerweile 9 andere Bundesländer, die eine Gesundheitskarte für Geflüchtete eingeführt haben. 2015, muss man sagen, gab es ja auch in Hessen zaghafte Schritte in diese Richtung, was damals von Wohlfahrtsverbänden und der Landesärztekammer durchaus auch gelobt wurde. Aber leider ist es bei diesen zaghaften Bemühungen auch geblieben, und es ist nichts vorangetrieben worden. Und die Schuldigen, die waren schnell gefunden. Die Kommunen als eigentliche Leistungserbringer wollten das nicht. So heißt es auch heute noch. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Landesregierung, wie etwa in Thüringen geschehen, den Kommunen die finanzielle und organisatorische Last hierfür abnehmen könnte, indem das Land einen Rahmenvertrag mit einer Krankenkasse abschließt und die Kosten vollumfänglich übernimmt. Unter diesen Umständen ließen sich bestimmt auch die Kommunen überzeugen. Denn am Ende spart eine elektronische Gesundheitskarte sowohl für Geflüchtete als auch für die Kommunen Zeit, Geld und viel Mühe für alle Beteiligten. Und ein weiteres Baustein in unserem Gesundheitssystem ist und bleibt die mangelnde Sprachmittlung. Nicht nur, dass Dolmetscherkosten im Rahmen des SGB V immer noch nicht übernommen werden. Unsere Landesregierung sieht in dem Bereich grundsätzlich auch keinen Handlungsbedarf. In der Antwort auf einen Berichtsantrag von uns macht Herr Kai Klose deutlich, dass die pragmatische Lösung, nämlich das Heranziehen von muttersprachlichem Personal, das zufällig greifbar in der Nähe ist, auch wenn es fachfremdes Personal ist, eben ausreicht, um die Sprachmittlung zu übernehmen. Da kann man doch nur sagen, so kann man seine Untätigkeit natürlich auch schönreden, meine Damen und Herren der Landesregierung. Im Zusammenhang mit der Ankunft von ukrainischen Geflüchteten war das Thema der psychosozialen Versorgung in aller Munde. Ja, es ist richtig, Menschen, die vor Krieg, und zwar egal aus welchem Teil der Welt sie fliehen, brauchen professionelle psychologische Versorgung. Doch 4 sehr dünn ausgestattete Psychosozialzentren in Hessen können diese Aufgabe nicht alleine stemmen und schon gar nicht mit der Angst im Nacken, dass ihre spärliche Projektfinanzierung jedes Jahr auslaufen könnte und sie somit ihre Beschäftigung nicht weiter ausüben könnten. Der Bedarf für diese wertvolle Arbeit, meine Damen und Herren, wird auch nächstes und übernächstes und überübernächstes Jahr nicht plötzlich wegfallen. Sowohl die Betroffenen als auch die Mitarbeitenden benötigen also Strukturen, die bedarfsgerecht ausgebaut sind und deren Finanzierung auf längere Zeit ausgelegt ist. Bei der Vorstellung des neuen Integrationsmonitors haben Sie, Herr Klose, doch kürzlich auch verkündet, dass Hessen das Flächenland mit dem größten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sei. Und das hat Sie wohl auch freudig gestimmt. Zur Wertschätzung, Herr Klose, zur Wertschätzung von Diversität gehört es aber auch, Strukturen zu schaffen, die allen Menschen gerecht werden, und zwar ausschließlich allen Menschen gerecht werden.
Also, Sie könnten ja mit der Gesundheitsversorgung mal anfangen. Andere Vorschläge liegen Ihnen ja auch vor, wie man die Integration besser gestalten könnte, zum Beispiel von den Arbeitsgruppen in der Integrationskonferenz zusammengekommen sind. Da befand sich auch eine Arbeitsgruppe für die Gesundheitsversorgung. Die könnten Sie ja mal zu Rate ziehen und auch durchaus unseren Antrag, den wir eingebracht haben, und könnten ja mal mit der Gesundheitsversorgung anfangen und dann in weiteren Schritten eben sich das mal zu Gemüte führen, was Ihnen an den Integrationskonferenzen vorgeschlagen würde, um wirklich die Diversität in diesem Land Hessen auch wertzuschätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Sonnenmeß. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abg. Pürsün das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der fehlende Zugang zu einer medizinischen Versorgung hat für die betroffenen Menschen und für unser Gesundheitssystem schwerwiegende Folgen. Es gibt in Hessen Menschen ohne ausreichende Absicherung im Krankheitsfall. Das kann viele Gründe haben. Einige haben wir heute schon gehört. Obdachlosigkeit, fehlender Aufenthaltsstatus, das Fehlen einer Krankenversicherung, aus welchem Grund auch immer. Diese Menschen haben Angst, sich behandeln zu lassen, weil sie Angst vor den Kosten haben. Doch wer eine Krankheit aus Angst vor den Kosten nicht behandeln lässt, läuft Gefahr, dass sich die Krankheit verschlimmert oder sogar chronisch wird. Irgendwann wird diese Person zwangsläufig auf medizinische Hilfe angewiesen sein. Und dann sind die Kosten und der Heilungsaufwand um ein Vielfaches höher, als hätte die Person sich frühzeitig behandeln lassen. Auch das Leiden, ja. Deswegen ist es für die medizinische Versorgung in unserem Land und für die Menschen selbst wichtig, dass sie einen Zugang zum Gesundheitssystem finden. Die Landesregierung hat dazu bis heute kein Konzept vorgelegt. Dabei hat sich Schwarz-Grün im eigenen Koalitionsvertrag das sogar zur Aufgabe gemacht. In der Regel ist es für Hessen natürlich von Vorteil, wenn diese Landesregierung den eigenen Koalitionsvertrag nicht umsetzt. Aber an dieser Stelle wollen wir trotzdem mal auf den Koalitionsvertrag hinweisen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, lesen Sie nach. Auf Seite 18 Ihres gemeinsamen Vertrages heißt es, wir werden prüfen, in welcher Form ein Fonds eingeführt werden kann, der eine anonyme Krankenbehandlung ermöglicht. Dabei können Modelle des anonymen Krankenscheins aus anderen Ländern Vorbild sein. Das sind zwei Sätze. Hatten wir vorhin ja auch mit zwei, ist ja irgendwie ein Kennzeichen dieser Landesregierung, aber diese beiden Sätze scheinen die Landesregierung zu überfordern. Wer sich diese Zeilen aus 2018 durchliest, fragt sich, zu welchem Ergebnis ist die Landesregierung inzwischen gekommen? Im November 2020 haben wir Freien Demokraten bereits einen dringlichen Berichtsantrag zu diesem Thema gestellt. Auch da hieß es wieder von der Landesregierung, wir sind im Dialog und wir suchen eine Lösung. Immer im Dialog, genau. Nur in diesem Fall war das gar nicht so richtig. Wir haben nämlich gefragt, mit wem über was im Dialog. Und da wurde etwas reingeworfen. Wir haben dann in der Sitzung noch die angesprochenen Personen gefragt, die gesagt haben, nein, wir sind nicht im Dialog mit der Landesregierung. Denn erstens, wir wurden gar nicht eingeladen. Zweitens, gesetzlich dürfen sie gar nicht einspringen, nämlich die Krankenkassen. Also nichts von wegen Dialog. Es wurde zwar behauptet, aber es stimmt nicht. Wo ist dieser Dialog? Und ich freue mich, wenn dann auch der Kollege Bocklet ist ja angesprochen worden, ob seines da sehr besonderen Auftrittes bei der Demonstration, sage ich mal. Ich freue mich, wenn die Kollegen der Koalition, natürlich auch Staatsminister Klose, da mal diesen Dialog beschreibt, der so recht nicht zu erkennen ist. Also hat sich die Landesregierung in den letzten knapp 4 Jahren vielleicht nicht ausreichend mit diesem Thema beschäftigt. Die bisherige Versorgung der bedürftigen Menschen ist in Hessen auf die freiwillige und karitative Arbeit einzelner Ärzte und Organisationen gestellt. In einzelnen Kommunen gibt es schon Lösungen. Da kann die Landesregierung auch hinschauen. Aber auch das scheint sie nicht zu tun.
Es gibt in Hessen bis heute keine strukturierte Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. Wir Freien Demokraten sind daher der Auffassung, dass das Prinzip der anonymen Krankenbehandlung die Aufmerksamkeit der Landesregierung verdient hätte. Wir Freien Demokraten sind der Auffassung, dass die Landesregierung klarstellen muss, ob sie sich dem Anliegen widmet oder Abstand vom Koalitionsvertrag nimmt. Wir Freien Demokraten sind darüber hinaus der Auffassung, dass am Ende ein Ergebnis stehen muss, das leicht, verständlich und modern daherkommt. Denn die Menschen, die wir abholen wollen, die wir langfristig in das Gesundheitssystem integrieren wollen, diese Menschen leben oft in prekären Verhältnissen, aber in sehr unterschiedlichen. Die AfD scheint irgendwie kein Interesse daran zu haben, dass die Menschen eine gute Gesundheitsversorgung bekommen. Ja, das können Sie ja gleich darlegen, dass es Ihnen anscheinend egal ist, wenn Menschen keinen Schutz haben und keine Gesundheit. Ja, wenn Sie sich so lächerlich machen über dieses Thema, dann kriegen Sie das halt auch zu hören. Aber Sie können ja gleich darstellen. Ja, ja, gut, es gibt in Ihrer Fraktion unterschiedliche Auffassungen. Ich habe es gerade eben gehört, aber ich gehe da nicht näher drauf ein. So ist halt die AfD. Diese Menschen finden in das bestehende System keinen Zugang. Wir wollen am Ende eine Lösung, keine neue aufwendige Struktur. Nein, wir brauchen einen durchdachten Ansatz der Landesregierung, der die Leute mitnimmt und das Problem langfristig löst. Diesen Ansatz vermissen wir hier in Hessen weiterhin. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pürsün. Für die Fraktion der AfD hat jetzt die Abgeordnete Papstdippel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Antrag der Fraktion von den LINKEN geht es um Menschen ohne Krankenversicherung, um einen Behandlungsfonds, um Clearingstellen und die elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete sowie um das Thema Fachdolmetscher. Und dass wir hier in diesem Antrag vorliegen haben, das bedeutet, dass wir hier diesen Antrag vorliegen haben, das bedeutet zweierlei. Erstens nämlich, dass es Missstände gibt. Und zweitens, dass die zugrunde liegenden Ursachen auf mehreren politischen Ebenen bislang und seit Jahren im Wesentlichen ungelöst geblieben sind. Herr Pürsün hat soeben zum Beispiel auf den Koalitionsvertrag und den anonymen Krankenschein hingewiesen. Ich möchte den Antrag, der eine Menge von Forderungen beinhaltet, durchgehen. Da ist erstens die Forderung, Clearingstellen für Menschen ohne Versicherungsschutz in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt einzurichten. Finanziert werden sollen diese Stellen durch einen Behandlungsfonds, koordinieren soll eine Landesclearingstelle, sollen also aus einem Behandlungsfonds eben die Behandlungen, die Clearingstelle mit Personal, weitere Kosten und die Verwaltung des Ganzen bezahlt werden? Das ist eine Frage, die sich aufdrängt. Denn den Kommunen sind unserer Ansicht nach weitere Kosten und Aufgaben, z.B. mit Personalaufbau verbunden, nicht mehr zuzumuten. Kosten für Kreiskrankenhäuser, Stipendien für angehende Landärzte und notwendige Verbesserungen im Bereich des ÖGD sind einige Kostenpunkte nur aus dem Bereich Gesundheit. Von den Aufgaben durch die Corona-Maßnahmen wollen wir gar nicht reden, auch wenn sie scheinbar nicht mehr aufhören werden. Das ist einer der Gründe, warum wir oder mehrere Gründe sind das, warum wir Ihren Antrag als nicht realisierbar ablehnen. Näher betrachtet sind Menschen ohne Krankenversicherungsschutz keine homogene Masse. Hier haben wir Obdachlose, Selbstständige mit finanziellen Problemen oder Überschuldung, Flüchtlinge und EU-Bürger. Und alle haben unterschiedliche und individuelle Probleme durch unterschiedliche Ursachen, geprägt von persönlichen Schicksalen. Wir sehen nämlich die Menschen. Jeder Fall ist anders. Auch die Erreichbarkeit dieser Menschen wird zum Teil durch Scham und Angst vor Stigma zusätzlich erschwert. Das haben wir sogar im Ausschuss gehört. Meine Damen und Herren, es ist uns zu kurz gesprungen, hier weitere Strukturen zu schaffen und weitere Kosten zu generieren, ohne dass die Ursachen beseitigt werden. Obdachlosigkeit muss woanders verhindert werden, und allgemein müssen die wirtschaftlichen Bedingungen in diesem Land wieder verbessert werden. An dieser Stelle
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich schon vor Jahren die Problematik bei Selbstständigen persönlich kennengelernt habe im Bekanntenkreis. Und tatsächlich werden gesundheitliche Probleme unter anderem ohne adäquate Behandlung zu chronischen Leiden und rufen wirklich sehr viel Leid hervor. Aber wie wollen Sie das Problem der Beitragsnachzahlungen, die über Jahre angelaufen sein können, lösen? Selbst wenn die Säumniszuschläge wegfallen, bestehen die Rückführungskosten immer noch. Ich habe auch mehrfach Flüchtlingen geholfen, wenn die Akutbehandlung z. B. von Kindern sich auf die Verordnung von Hustensaft oder die Diagnose von Wachstumsschmerzen beschränkten. Die psychogenen Ursachen und die Rachitis wurden dabei nicht erkannt. So etwas darf nicht passieren. Da sind wir uns wohl alle hier einig. Ich denke aber, dass hier ein Hinweis darauf vorliegt, dass unser Gesundheitssystem, konkret, dass die Menschen, die dort arbeiten, überlastet sind. Auch hier sind Grenzen erreicht, die durch Clearingstellen mit Personalaufwand nicht zu lösen sind. Ein weiteres Thema sind wiederum die EU-Bürger, bei denen laut Antworten auf Anfragen im Bundestag der Versicherungsschutz im Heimatland unklar ist. Auch hier sind Clearingstellen und Behandlungsfonds kein adäquater Lösungsansatz. Zur elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge ist zu sagen, dass diese Verwaltungsabläufe verbessern würden. Hier können wir uns den Forderungen der Landesärztekammern anschließen. Eine Angleichung an die Regelsätze der gesetzlichen Krankenkassen allerdings halten wir für problematisch. Wir haben hier gestern über Familien- und Kinderarmut geredet, die steigenden Energiepreise, die Inflation, kurz die gestiegenen Lebenshaltungskosten belasten von allen Seiten auch die Beitragszahler des Solidarsystems Krankenkasse. Wir können unserer Meinung nach ein System nicht noch mehr belasten, das sich bald nicht mehr trägt. Wir wollen die bestmögliche Gesundheitsversorgung für jeden Menschen in diesem Land. Aber die Probleme müssen da gelöst werden, wo sie entstehen. Was Sie wollen, werte Kollegen von den LINKEN, ist ein Zugang, ich zitiere, für alle sich in Deutschland befindenden Menschen, Zitat Ende, in ein Solidarsystem, das von Beitragszahlern getragen wird. Das ist aus humanitären Gründen wünschenswert, ist aber nicht realisierbar. Liest man die Meldungen zu Beitragssteigerungen, also zu zukünftigen Beiträgen, dann kann einem hier Angst und Bange werden. Ich bleibe dabei, das System ist bereits überlastet. Das Gesundheitswesen diskutiert über Pflegenotstand. Der Fachkräftemangel ist eklatant. Vorhandene Betten können nicht betrieben werden. Mangel, wohin man schaut. Kosten, wohin man schaut. Meine Damen und Herren, wir plädieren dafür, hören Sie doch zu. Wir plädieren dafür, vorhandene Strukturen zu nutzen, eventuell zu verbessern. Die Aufklärungs- und Beratungspflicht zum Versicherungsschutz gehört unter anderem zu den Kernkompetenzen der Krankenkassen. Und nicht nur dort, auch Arbeits- und Sozialämter sowie Jobcenter haben Beratungsfunktionen. Eine Zahl aus dem Jahr 2019 besagt, dass weniger als 0,1% der Bürger nicht krankenversichert sind. Dafür sind Strukturen vorhanden, und die Kommunen haben hier ebenfalls die Kompetenz, entsprechende Hinweise in solchen Fällen zu geben. Für die Akut- und Notfallversorgung ist in Hessen, das habe ich hier schon einmal gesagt, und in Deutschland ebenfalls gesorgt. Kein Mensch wird abgewiesen, und ich weiß von etlichen Ärzten und Therapeuten, dass sie auch unentgeltlich arbeiten, wenn es sich einmal ergibt. Die Forderungen im Antrag zum Thema Fachdolmetscher waren ebenfalls schon mehrfach Thema in diesem Haus. Hier sind durch die Flüchtlingskrise und durch Migration Probleme entstanden, die in der Praxis oft unbürokratisch gelöst werden. Das geht schon aus der Diskussion im Januar 2020 hervor, nachzulesen im Protokoll des Sozialausschusses. Damals war schon bekannt, dass Online-Dolmetschen im Gesundheitsamt Kassel genutzt wird. Hier kann weiter ausgebaut werden. Allerdings müssen die Sprachkurse für Flüchtlinge und Migranten ebenfalls besser für ihre Integration angenommen werden. Als letzten Punkt nenne ich noch die Forderung nach Ausbau
nach Ausbau der psychosozialen Zentren für Geflüchtete. Auch hier würde ich mir persönlich wünschen, dass wir jeden traumatisierten Menschen sofort behandeln können, damit sich das Trauma nicht verfestigt und dann die Gesundheit nachhaltig stört. Wir haben neulich darüber als frauenpolitische Sprecherin mit einer Frauengruppe geredet, die uns unter anderem Informationen gab. Aktueller Anlass war der Krieg in der Ukraine und die Belastung der Flüchtlinge, vorwiegend Frauen und Kinder. Hier arbeiten Ehrenamtliche bis zur Erschöpfung, hat man mir mitgeteilt. Das eigentlich akute Problem wird aber nicht gelöst werden. Wir haben auch hier schlicht nicht genügend Kapazitäten an Fachpersonal, das traumatherapeutisch arbeiten kann. Selbst die Traumatisierungen aus dem letzten Weltkrieg, die wir bei Senioren und der Nachfolgegeneration finden können, werden unserer Meinung nach nicht ausreichend therapiert. Die Behandlung von Traumatisierten, egal ob es Flüchtlinge oder Einheimische sind, ist eine Daueraufgabe, die letztendlich durch Fachleute erfolgen muss. Diese Fachleute gibt es nicht in ausreichender Zahl. Die Wartezeiten der Psychotherapeuten sind mittlerweile legendär. Auch hier beantragen Sie, werte Kollegen, einen Ausbau in einem System im Mangel. Aus den genannten Punkten wird deutlich, dass wir Ihren Antrag ablehnen, weil er nicht an der Ursachenbehandlung der Probleme ansetzt und weil wir ihn für nicht realisierbar halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Papst-Nippel. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Bartelt das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Zugang zur medizinischen Versorgung ist in Deutschland vorbildlich. Trotzdem sind etwa 80.000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz. Das ist zwar nur ein Anteil von 0,1%, erfordert aber Maßnahmen. Hinter jeder Person ist ein Schicksal. Es führt zur ständigen Angst im Krankheitsfall, nicht behandelt zu werden, mit entsprechenden fatalen Folgen. Die Zahl hat sich im Vergleich von vor 25 Jahren zwar halbiert, ist aber in den letzten 5 Jahren unverändert. Die meisten Personen waren selbstständig mit einem kleinen Einkommen. Wenn kein Gewinn mehr erzielt werden konnte, konnten die Beiträge nicht bezahlt werden, der Versicherungsschutz erlosch. Ein weiterer Personenkreis sind Menschen, die über die europäische Versicherungskarte versichert sind. Sie existiert seit 2006. Sie können die Karte manchmal nicht vorweisen oder ihre Gültigkeit ist 3 Monate nach Einreise abgelaufen. Weiter sind betroffen Personen, die behördlich nicht registriert sind oder deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist. Das sind teilweise Personen ohne festen Wohnsitz. Das sind auch Personen, deren Asylantrag abschließend abgelehnt wurde und die keine Duldung des Aufenthaltes haben. Hilfen müssen also in der Organisation der Behandlung im Krankheitsfall erfolgen. Zudem muss die Eingliederung in das System der gesetzlichen Krankenkassen oder der privaten Krankenversicherung vermittelt werden. Deshalb steht im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Bündnis 90 die Grünen, wir werden prüfen, in welcher Form ein Fonds eingeführt werden kann, der eine anonyme Krankenbehandlung ermöglicht. Dabei können Modelle des anonymen Krankenscheins aus anderen Ländern Vorbild sein. Selbstverständlich wird auch dieser Teil des Koalitionsvertrages bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden. Wir werden bis dahin einen Fonds einrichten, der Kosten für Krankenbehandlungen für diesen Personenkreis übernehmen wird. Hierbei werden wir uns an Erfahrungen an anderen Bundesländern orientieren. Beispielsweise hat Thüringen
pro Jahr 250.000 € im Landeshaushalt eingestellt, um Behandlung bis zu 500 € zu übernehmen. Angesichts der Erwartungshaltung in finanzieller Hinsicht weise ich ausdrücklich auf die Größenordnung in Thüringen hin. Ja, auch wenn Sie das umrechnen in die Einwohnerzahl Hessens, entspricht das lange nicht den Forderungen, die manche Verbände hier formuliert haben, die sich auf Thüringen beziehen. Die Gesundheitsämter in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Fulda, Gießen, Marburg, Kassel und Wiesbaden bieten ambulante medizinische Versorgung an. Durch Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes unterstützen wir sie auch bei diesem vorbildlichen Engagement. Karitative Organisationen, beispielsweise die Malteser, und gemeinnützige Vereine wie das Medienetz, das kürzlich durch eine Kundgebung hier vor dem Landtag für dieses Problem sensibilisierte, leisten herausragende Arbeit. Es ist anzustreben, sie hierbei auch zu unterstützen. Von besonderer Wichtigkeit ist, den Betroffenen den Wiedereintritt in die gesetzliche Krankenkasse oder die private Krankenversicherung zu ermöglichen. Sie haben zwar das Anrecht, von der letzten Versicherung wieder aufgenommen zu werden. Das wird aber erheblich erschwert, wenn Sie Beiträge über Jahre nachzahlen sollten. Da der Anspruch nach 4 Jahren verjährt, werden diese Personen oft mit einer Forderung über eben diesen Zeitraum konfrontiert. Daher ist ein erneutes Beitragsschuldenentlastungsgesetz, wie dies auf Bundesebene 2013 erfolgte, zielführend. Wir sollten uns dafür parteiübergreifend auf der Bundesebene einsetzen. Natürlich ein besonderer Appell an diejenigen, die derzeit die Bundesregierung stellen, aber auch ein Appell an die Länder, dies hier mit anzustoßen. Das würde besonders Selbstständigen, die in finanzielle Nöte geraten sind, erheblich helfen. Weiterer Punkt. Auf europäischer Ebene sollte nach Wegen gesucht werden, die Gültigkeitsdauer von 3 Monaten der europäischen Versicherungskarte in besonderen Fällen zu verlängern, ohne dass dieser Personenkreis wieder in das Heimatland zurückkehren muss, um eine erneute Karte zu bekommen bzw. dies zu verlängern. Das betrifft insbesondere EU-Bürger aus Osteuropa, ganz besonders aus Rumänien und Bulgarien. Wir teilen sehr wohl das Anliegen des Antrages, Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen. Trotzdem können wir dem Antrag in dieser vorgelegten Form nicht zustimmen. Besonders es wird die Einführung von Clearingstellen in jedem Landkreis und kreisfreien Städten gefordert. Zusätzlich soll eine Landesclearingstelle geschaffen werden. Sie sollen die Versorgung vermitteln und beraten, den Versicherungsschutz wiederherzustellen. Damit würden Doppelstrukturen geschaffen werden. Der finanzielle Aufwand ist erheblich, und es ist wirklich nicht notwendig. Die Beratungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen durchgeführt. Das ist eindeutig gesetzlich so geregelt. Und das Ergebnis der Beratung ist in der Regel auch eindeutig. Die Kasse, bei der der Betroffene zuletzt versichert war, muss ihn ohne Gesundheitsprüfung wieder aufnehmen. Aber es müssen die Schwierigkeiten, die ich eben geschildert habe, eben auch gelöst werden, beziehungsweise der Betroffene muss die Sicherheit haben, dass er nicht in diese Schwierigkeiten kommen wird. Darüber hinaus beraten eben auch Gesundheitsämter und Verbraucherschutzverbände. Und auch über das Internet kann man sich sehr einfach über diese Sachverhalte informieren. Die Leute wissen das ja in der Regel auch. Nur die Hindernisse in den Wiedereintritt müssen eben beseitigt werden. Der Antrag bezieht sich vor allem auf Geflüchtete und Asylbewerber, zweifelsohne ein wichtiger Teil der betroffenen Personen. Er erwähnt aber die anderen Personengruppen wie
ehemals Selbstständige, in Schwierigkeiten Selbstständige oder EU-Bürger nur am Rande und das auch nicht im Antragstext, sondern nur in der Begründung. Die Regierungsfraktionen unterstützen den Gesundheitsminister, das Problem umfassend anzugehen. Durch die Corona-Pandemie konnten einige gesundheitspolitische Punkte des Koalitionsvertrages nicht in dem Tempo realisiert werden, wie wir uns das als Regierungsfraktion selber gewünscht hätten. Sie können aber versichert sein, dass wir darauf achten, dass der Koalitionsvertrag vollumfänglich umgesetzt wird. Und Sie können versichert sein, dass diese Landesregierung den gesamten Koalitionsvertrag mit großem Erfolg umsetzen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bartelt.